Leichter Ostwind, der vom Mittelmeer in Richtung Atlantik weht. Wenn er auf den Fels von Gibraltar trifft, bildet sich eine große tränenförmige Wolke. Es sieht fast aus, als würde Rauch vom Gipfel des Felsens aufsteigen und der Dunst legt sich über die Stadt Gibraltar. Das ist für die Luftfahrt eigentlich kein Problem. Das eigentliche Problem ist der Südwestwind, durch den vor dem Felsen von Gibraltar auf ca. 100 Meter Höhe starke Fallwinde entstehen. Der Seitenwind muss über den Felsen. Der Wind steigt also über den Felsen und fällt dann auf der anderen Seite ab, sodass Turbulenzen entstehen. Außerdem weht er um den Fuß des Felsens herum und so hat man beim Landen Rückenwind, der die Flugleistung und so den Auftrieb mindert. Das Flugzeug sackt ab und man muss die Drosselklappen sofort öffnen und beim Anflug voll konzentriert arbeiten.